Ja, was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zur FIFA 23 Preseason. Es geht langsam in die heiße Phase, wir können uns die allerersten Packs für FIFA 23 erspielen. Und wie das Ganze funktioniert und was überhaupt das Preseason-Event ist, das erkläre ich euch heute. An der Stelle, Freunde, vielen, vielen Dank für euren krassen Support. Wir sind auf YouTube kurz vor den 3600 Abonnenten. Ziel sind 4000 Abonnenten noch diesen Monat. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr deswegen nochmal den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt, und dem Video einen Daumen nach oben gebt, falls es euch gefällt. Jetzt springen wir aber rein in FIFA, und wenn ihr FIFA öffnet, erscheint diese Meldung. Wir schauen uns mal gemeinsam an, was da so EA uns erzählt. Willkommen in der Preseason. In der Preseason kannst du SBCs und Aufgaben in Foot 22 abschließen, um Boni für Foot 23 zu erhalten. Das bedeutet, Freunde, nochmal FIFA 22 anhauen und jetzt Belohnungen fürs nächste FIFA erspielen. Viele haben gefragt, ob die Belohnungen tauschbar oder untauschbar sind. Nächster Satz, Freunde, alle Foot 23 Preseason Boni sind untauschbar. Ist ein bisschen passiv, dass die Spieler untauschbar sind, aber ist wahrscheinlich besser so für den Transfermarkt. Dann habe ich auch noch eine sehr, sehr häufig gestellte Frage bekommen, und zwar, wann man die Belohnungen bekommt. Also in der Nachricht von EA steht, dass sie bis zum 13. Oktober die Belohnungen verteilen. FIFA kommt ja am 30. September raus. Das bedeutet, 2 Wochen nach offiziellem Release sollten wir die Belohnungen haben. Was auch das ein oder andere Mal gefragt worden ist, ist, ob man die Belohnungen auch bekommt, wenn man sich erst später FIFA holt. Darauf gibt es auch eine Antwort. Ihr müsst euch bis zum 14. November in FIFA 23 einloggen. Das heißt, wenn ihr bis zum 14. November kein FIFA 23 habt, wird die Belohnung verfallen. Dieses Jahr werden wahrscheinlich sehr viele von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 wechseln, so wie ich auch. Und da wird auch die Frage gestellt, ob ihr die Belohnungen denn auch auf der PlayStation 5 erhaltet, wenn ihr sie jetzt auf der PlayStation 4 erspielt. Ganz klare und logische Antwort, ja. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel FIFA auf der PlayStation 4 spielt und jetzt auf die PlayStation 5 noch in FIFA 22 wechselt, dann habt ihr ja immer noch denselben Account auf der PlayStation 5. Das bedeutet, an dem FIFA-Account ändert sich rein gar nichts. Und der hat es auch nochmal geschrieben, die Belohnungen sind nur auf derselben Plattformfamilie übertragbar. Das bedeutet, von der PlayStation 4 auf PlayStation 5 sind die Belohnungen übertragbar. Von der PlayStation auf die Xbox zum Beispiel geht es aber nicht. Und im letzten Absatz steht auch mal, dass ihr natürlich FIFA 23 kaufen müsst, um die Belohnungen einlösen zu können. Ist natürlich logisch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie wir uns die allerersten Packs für FIFA 23 erspielen können. Also meine Freunde, wir gehen ins Menü rein, wir gehen auf die Neuigkeiten und wir sehen Preseason Boni Woche 1. Woche 1 deutet natürlich darauf hin, dass wir auch eine zweite Woche haben werden. Das heißt, nicht nur diese Woche könnt ihr euch gratis Packs für FIFA 23 erspielen, sondern auch noch die nächste Woche. Und ihr seht hier auch schon, welche Belohnungen man sich erspielen kann. Diese Woche gibt es 2 Starter Packs. Schnell Starter Pack 1, was bekommen wir dort? 3 seltene Goldspieler jeweils aus den Top 5 Fliegen. 3 seltene Goldspieler aus der Serie A, aus der Bundesliga, aus der Ligue 1, aus der Premier League und aus der La Liga. Insgesamt 15 seltene Goldspieler. Und das sind wirklich sehr, sehr starke Belohnungen, vor allem, weil es noch seltene Goldspieler sind. Ihr wisst, am Anfang ist jeder Spieler irgendwas wert. Nehmen wir mal einen Emre Can als Beispiel. Der könnte da in so einem Pack schon sehr wahrscheinlich drin sein. Er wird wahrscheinlich nicht das höchste Rating haben, aber dieses Jahr war der auch am Anfang seine 10.000, 20.000 Münzen wert. Von daher können diese Starter-Packs einen wirklich sehr, sehr stark voranbringen. Das war das Schnellstarter-Pack 1. Es gibt noch ein Warm-Up-Pack 1. Dort bekommt ihr nur 2 seltene Goldspieler. 5 Verträge. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir schauen uns mal an, wie wir uns das Ganze erspielen können. Und dafür gehen wir rein in die Ziele, und ihr seht hier unten schon direkt FIFA 23 Warm-Up. Ihr seht auch nochmal oben links Foot 23 Warm-Up groß geschrieben, und darunter in weißer Schrift seht ihr auch nochmal die Beschreibung, was ihr jetzt genau für das Abschließen dieser Aufgabe in FIFA 23 erhaltet. Beim Foot 23 Warm-Up Pack sind es wie gesagt die 2 seltenen Goldspieler und die 5 Goldverträge. Was müssen wir dafür machen, um die Belohnung in FIFA 23 zu erhalten? Die Warm-Up Challenge 1, 2 und 3 zu machen. Wie funktioniert das Ganze? Schließe die SBC Foot 23 Warm-Up einmal ab, zweimal ab, dreimal ab. Das bedeutet, insgesamt schließt ihr die SBC dreimal ab und ihr habt die ersten Belohnungen für FIFA 23 euch gesaved. Wir gehen mal mit Dreieck direkt zu den SBCs rüber. Da geht ihr auf jeden Fall auf Live, weil das Ganze hat gar nichts mehr mit den Footies zu tun. Und da seht ihr Foot 23 Warm-Up. Wie gesagt, diese SBC müssen wir dreimal insgesamt abschließen für die 2 seltenen Goldspieler in FIFA 23. Und ihr seht, das Pack ist wiederholbar alle 2 Tage. Die SBC ist auch wirklich leicht. Ihr müsst einfach nur 11 Bronzespieler abgeben. Ich habe das jetzt mal zur Demonstration gemacht, damit ihr auch seht, dass man wirklich diese erste Aufgabe bei den Zielen schon abgeschlossen hat dadurch. Foot 23 Warm-Up Challenge ist fertig. Wir bekommen nochmal auf süß einen 84 Plus Pick von EA geschenkt. Den öffnen wir auch nochmal ganz schnell. Und wir haben drin Bruno Fernandes. Nice one. Gutes SBC-Futter. Und jetzt gehen wir wieder zurück auf die Ziele. Foot 23 Warm-Up Challenge 1 abgeschlossen. Am Sonntag um 19 Uhr kommt die SBC wieder rein, und am Dienstag um 19 Uhr kommt sie dann ein drittes Mal rein, und dann werdet ihr die Aufgabe fertig haben. Ihr erhaltet natürlich auch nochmal ein paar Belohnungen in FIFA 22 dafür. Sehr attraktive Belohnungen sogar. Ein 5x85 Plus Pack für ein Bronze-Team.
Sag mal natürlich nicht nein zu. Okay. Pack war ein bisschen Scam, aber ist halt for free. Nehmen wir mit. Damit ist auf jeden Fall der erste Teil der Belohnungen geklärt. Es gibt natürlich jetzt auch noch einen zweiten Teil, wo ihr euch die 15 seltenen Goldspiele aus den Top-Ligen erspielen könnt. Und dafür gehen wir auch wieder auf die Ziele. Bisschen runter auf FUT23 Schnellstart. Da seht ihr auch nochmal oben links in grün FUT23 Schnellstart groß geschrieben. Unten drunter in weiß hole dir das Schnellstarter-Pack 1 mit einem Pack mit 3 seltenen Goldspieler aus jeder FX-Liga. FX-Liga sind die Top 5 Ligen. Was müssen wir dafür machen? Wir müssen ein FUT-Freundschaftsspielmodus spielen. 3 Spiele pro Teilaufgabe. Und ihr braucht dabei immer mindestens 7 Spieler von der jeweiligen Liga. Da gestern im Stream auch viele gefragt haben, wo man genau diesen Modus findet, zeige ich euch das Ganze auch nochmal. Ihr geht erstmal auf Freundschaftsspiele und dann geht ihr auf Online-Freundschaftsspiele. Und hier habt ihr jetzt eine Menge Auswahlmöglichkeiten und ihr geht auf Schnellstart. Ganz wichtig, Freunde, bei den Voraussetzungen steht zum Beispiel mindestens 4 Vereine, mindestens 4 Länder. Daran müsst ihr euch halten, allerdings könnt ihr jetzt nicht hier einfach irgendein Hybrid bauen. Mit dem Hybrid könnt ihr zwar diesen Modus spielen, aber was bringt es euch? Ihr wollt euch ja die Belohnungen bei den Zielen erspielen. Deswegen achtet darauf, dass ihr hier am besten immer eine komplette Liga aufstellt. So könnte das Ganze aussehen. Ihr braucht halt mindestens 7 Spieler aus einer Liga. Ihr könnt natürlich auch nur 7 Premier League Spieler aufstellen. Aber am leichtesten ist es einfach direkt 11 Spieler von der jeweiligen Liga aufzustellen. Und dann könnt ihr in ein Game reingehen, das suchen. Ihr seht auch, gar keine Probleme. Ich habe mal ein Game für euch gestartet. Wir müssen, wie gesagt, 3 Spiele jeweils mit der Liga spielen und natürlich auch in jedem Spiel mindestens ein Tor schießen. Okay, ich habe gerade das erste Tor geschossen. Im Idealfall quittet der Gegner bei 1-0 raus. Macht er jetzt leider nicht. Ich hoffe, der spielt aber nicht durch. So, Freunde, das Spiel ist durch. 4-1 habe ich gewonnen. Leider hat der Gegner durchgespielt. Sehr, sehr schade. An der Stelle, Freunde, quittet bitte alle bei 1-0. Es hilft einfach nur jedem von uns. In der Zeit, in der ihr ein Spiel komplett durchspielt, könnt ihr 5-mal ein Golden Goal spielen. Davon gewinnt ihr vielleicht 2 oder 3 Stück davon. Das bringt auch viel mehr als 90 Minuten komplett durchzuspielen. Wir schauen auf jeden Fall, ob sich jetzt was bei den Zielen getan hat. Wir haben ja mit einem Premier League Team gespielt. Das heißt, wir gehen auf Schnellstart Premier League und dort seht ihr 1 von 3. Das heißt, mache ich das Ganze noch 2-mal, habe ich auf jeden Fall die erste Teilaufgabe fertig. Und wenn ihr alle 5 Teilaufgaben fertig habt, dann bekommt ihr eure 15 seltenen Goldspieler in FIFA 23. Das waren auf jeden Fall die Belohnungen von der ersten Woche und das war auch der erste Teil von dem Preseason Event. Es gibt nämlich noch 2 andere Teile. Den zweiten Teil seht ihr auch hier schon im Ladebildschirm. Preseason 100 Team 1. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall nochmal geile Special Karten in den Packs. Ihr seht da unten einen QR-Code. Den könnt ihr einfach mit dem Handy einscannen und dann öffnet sich automatisch eine Google Sheets Liste mit 100 Spielern, die ihr aktuell ziehen könnt. Bei wem das Ganze nicht funktioniert, der geht einfach auf mein Instagram, geht in die Story rein. Da müsst ihr dann ein bisschen scrollen. Da halte ich euch, by the way, auch auf dem Laufenden bezüglich FIFA 22. Und dann gestern hatten wir ja ein paar Probleme mit der Preseason, die wurde verschoben. Da habe ich euch auch auf jeden Fall auf dem Laufenden gehalten. Und ja, wir gehen auf jeden Fall ein bisschen weiter und hier seht ihr den Link, da klickt ihr einfach drauf, Link aufrufen und dann öffnet sich auch die Liste mit den insgesamt 100 Spielern, die man aktuell ziehen kann. Im Menü steht Team 1, das heißt, wir können davon ausgehen, dass es noch ein zweites Team geben wird. Die Karten gerade, das Team 1, die sind für 2 Wochen in den Packs. Nach den 2 Wochen kommt dann wahrscheinlich das zweite Team. Das bedeutet, das Preseason-Event wird mindestens 3 Wochen lang gehen. Und das war auf jeden Fall der zweite Teil. Es gibt noch einen dritten Teil. Und der dritte Teil besteht daraus, dass Karten, die jetzt gewechselt sind, in FIFA 22 eine SBC oder eine Objective-Karte bekommen. Wir haben beispielsweise am Freitag eine Showdown-SBC bekommen, Nunez gegen Eriksen. Beide sind frisch gewechselt. Dann haben wir bei den Zielen einen Moments Lukaku bekommen. Der ist ja zu Inter gewechselt. Es wurde gelegt, dass Lewandowski einen Moments bekommen soll. 99 bei Barca. Und das waren auf jeden Fall die 3 Teile von dem Preseason-Event. An der Stelle, Freunde, denkt daran, FIFA noch bis zum 21. August vorzubestellen, falls ihr den FIFA WM Hero noch haben wollt. Ihr könnt natürlich bis Release noch vorbestellen. Allerdings bekommt ihr dann nach dem 21. August den WM Hero nicht mehr. Und falls ihr jetzt bestellen wollt, denkt daran, 25 Euro zu sparen. Ich verlinke euch hier nochmal das Video. Schaut euch das gerne nochmal an, um Geld zu sparen. Und ansonsten, Freunde, sehen wir uns dann im nächsten Video oder im Stream wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao, ciao.